Moin moin und willkommen zurück bei Inverbis Virtus. Erstmal das Wichtigste zuerst, Lumetial. Ich möchte den Zauberspruch tauschen. Lumetial. Geht doch. Ich habe euch beim letzten Mal ja gesagt, es geht heute mit dem Journal von der letzten Folge weiter. Das gucken wir uns jetzt mal an. Der Anhänger ist der Schlüssel. Nur ihn habe ich es zu verdanken, dass ich so weit kommen konnte. Das letzte Geschenk meiner geliebten Leif war meine Erlösung, obwohl sie es sicher nicht wusste. Ich wünschte, ich hätte es nie benötigt und dass ich nun bei ihr sein könnte. Klingt ein bisschen melodramatisch. Gut, schauen wir uns hier mal um. Es wurde ja in den Kommentaren schon von jemandem gesagt. Namen habe ich mir leider wieder mal nicht gemerkt. Ich gelobe Besserung. Dass für ihn die Unreal Engine eine der besten Engines schlichtweg ist. Und wenn ich mir das hier so angucke, muss ich ehrlich sagen, ja, doch. Also jetzt nicht zwingend die beste, aber für das, was sie hier an Leistung bringt, also von der Qualität her, und wie flüssig das Spiel trotz alledem läuft, bin ich doch sehr begeistert. Ich sag jetzt mal so, Grafikfetischisten, die würden jetzt sagen, da geht aber noch mehr. Natürlich, mehr geht immer. Geht aber auch weniger. Was haben wir hier? Ich habe hier gerade nämlich so ein dumpfes Poltern immer gehört und da würde mich jetzt mal interessieren, ob mir jetzt hier gleich wieder irgendwas um die Ohren fliegt. Okay. Schicke Masken. Boah, Frame-Einbrüche ohne Ende. Ich werde wohl für das Let's Play beim nächsten Mal die Grafik, glaube ich, ein bisschen runterschrauben müssen. Er hat doch hier zwischendrin mit der Aufnahme und mit den ganzen Grafikeffekten hin und wieder seine Probleme. Da haben wir doch was. Buja. Das Fleisch ist ein bereits vorher bestimmtes Schema. Seine Windungen zu kennen erlaubt es dir, sie zu ordnen. Diese Ordnung kann bedeuten, zu leben oder zu sterben. Deine Schale ist zerbrechlich, doch dein Geist ist stark. Gleichgewicht ist der Schlüssel zu diesem Universum und die Wesen sind diejenigen, die es in der Waage halten. Sie selber sind nicht im Einklang, zumindest nicht mehr. Im Gleichgewicht zu sein, zieht sie an und du bist wie eine Kräuselung in einer ruhigen Pfütze, wie ein Sprühnebel aus Blut in einem Feld von weißen Blumen. Wenn es die Erlösung des Körpers ist, die du suchst, darfst du dich nicht um dein Fleisch sorgen. Die Gefahren dieses Platzes sind häufig sehr konkret und häufig wurde ich verwundet. Zum Glück kann mir die Magie nun helfen. Mit der Formel Yegamide, wenn ich in einem Bereich mit Wasser bin, regeneriert sich mein Körper von seinen Wunden. Okay, also ein Heilzauber. Wenn ich mir unsere LP hier angucke, ist das sogar nötig. Ich habe die Worte jetzt schon wieder vergessen. Yegamide, alles klar. Mal sehen, wie der klappt. Mimi. Yegamide. Coole Nummer. Der soll aber, so wie ich das jetzt verstanden habe, nur funktionieren, wenn man im Wasser steht. Und nochmal. Die Magie, die ich auf meiner Reise erlernte, hat viele Nutzen. Jetzt bin ich auch dazu fähig, meine Wunden zu behandeln. Vielleicht hätte ich mit dieser Macht Life retten können, aber es ist zu spät. Ich muss weitergehen. Vielleicht werde ich einen Weg finden, den Tod zu besiegen und sie zu mir zurückzubringen.
Okay, es gibt jetzt mal ein bisschen Input. Da hat wohl jemand sein geliebtes Frauchen verloren. Das ist zwar nicht schön, aber das hilft mir hier jetzt auch gerade nicht weiter. Mal gucken, wie die Story denn am Ende ausgeht. Das wird mich doch interessieren. Lume Tial. Hallo? Oh. Ich hätte ganz gerne jetzt einen Levitationszauber, bitte. Danke. Schade. Ich hatte geglaubt, so mit den verschiedenen Kacheln, aber... Okay, also hier geht's wohl erstmal nicht weiter. Gucken wir doch mal. Es führen ja bekanntlich viele Wege nach Rom. Habe ich das gerade richtig gesehen? Ich habe richtig gesehen und schwierig. Kann ich mich hier... Ja, das geht. Ectolume. Genau, das war so der Fail des Tages. War nämlich der falsche Spruch. Tial Uda. Ah. Tial Uda. Okay. Da vorne ist auch noch einer. Ich vermute jetzt einfach mal spontan, ich muss da rein. Tial Uda. Was hoch? Tial Uda. Okay, das ist ein bisschen knapp. Und um ehrlich zu sein, meine Lebensenergie passt mir jetzt gerade überhaupt nicht. Aber ich habe auch jetzt keine Lust, wieder zurückzulaufen, nur um da ans Wasser zu kommen. Never. Da komme ich wohl nicht weiter. Aber wenn ich sehe, was ein so ein Feuerball an Schaden angerichtet hat, können wir das wohl vergessen. Es ist ja ganz hübsch hier, aber... Wow. Bisschen spooky. Sieh mal einer, guck. Die Tempel der Anbetung der Ordnung waren nicht immer verwüstete Plätze. Vor langer Zeit wurden sie nicht nur von Anhängern aufgesucht, denn sie wurden auch von Wesen bewohnt, die beabsichtigten, ihnen im Tempel zu dienen. Diese Wesen sind aus verschiedenen Welten gekommen und waren nicht immer völlig natürlich. Einige wurden speziell dazu erschaffen, um bestimmte Aufgaben auszuführen. Nach tausenden von Jahren des Verfalls haben nur wenige dieser Wesen überlebt, und ihre Seelen sind durch die Folter des Lebens in diesen jetzt verfluchten Plätzen verdorben worden. Sie haben nicht mehr die Absicht zu dienen und werden nur durch Instinkt, Wut und Leid geführt. Unter den Einwohnern des Tempels sind die Sewa die zahlreichsten, die einst fleißige und flinke Arbeiter waren. Teils lebende Wesen und teils Maschine konnten sie sehr komplizierte Aufgaben dank ihrer drei Tentakeln durchführen. Heute sind diese Bestien, durch Schmerz verrückt und in den Wahnsinn getrieben worden, leicht durch ihre riesigen und vertikalen Mäuler erkennbar, die ihr von Leid geplagtes Gesicht zieren.
Der letzte Schimmer von Verstand und Kultur, zu dem sie fähig sind, ist die Tatsache, dass sie sich zeitweise in Gruppen bewegen, wodurch sie noch weitaus gefährlicher sind. Ja. Bitte um Erlaubnis zurücktreten zu dürfen. Also hier sollen wohl Kreaturen rumlaufen. Mit hübschen Tentakeln und irgendwie halb Maschine, halb irgendwas anderes. Ich habe ehrlich gesagt Hemmung, hier jetzt runter zu springen. Weil, klar, wir haben ganz viele tolle Zaubersprüche, aber irgendwie haben wir nicht einen einzigen Angriffszauber, so wie ich das jetzt sehe. Sieht mir doch aus wie ein Schwert. Kann ich das nicht? Obekinu. 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 Gut, der mag gerade nicht. Obekinu. Warum mag der denn jetzt nicht? Sage ich den jetzt überhaupt richtig? Telekinese. Obekinu, ja. Obekinu. Obekinu. Ich vermute jetzt einfach mal, ich sag den jetzt gerade zu langsam. Obekinu. Okay, keine Telekinese jetzt. Lumetial. Ist das hier Anti-Magier-Zone oder was ist hier los? Lumetial. Ne, funktioniert ja. Obekinu. Obekinu. Ja. Das spricht jetzt gerade nicht wirklich für das Spiel. Weil in der letzten Folge hat ja noch alles super geklappt. Ectolume. Ectolume. Funktioniert auch. Obekinu. Okay, hier sollen Viecher rumlaufen. So viel wissen wir. Die sollen auch nicht so ganz gut auf uns zu sprechen sein, tippe ich mal drauf. Ich würde ganz gerne den Ectolume-Spruch, also hier den Lichtstrahl beibehalten, weil es steht ja im Journal was drin, von wegen Feinde blenden. Ich werde da vorne jetzt mal hingehen. Entweder wir gehen jetzt gleich drauf. Obekinu. Schade. Ich dachte, das ist so wie bei Schluckauf, so wenn man das spontan zwischendrin sagt, dass das dann annimmt. Oder aber, mein Vorhaben klappt soweit. Obekinu. Schwierig. Das nervt mich jetzt gerade. Obekinu. Also er hat ja zumindest schon mal den... Er weiß, dass da ein Zauberspruch gemacht werden soll, weil sonst hätte er die Hand nicht so verkrampft. Obekinu. Ich versuche das jetzt. Obekinu. Yes. Das ist doch schön. Obekinu. Machen wir mal einen kleinen Test. Ectolume. Okay, dann versuche ich es jetzt mal langsamer. Obekinu. Komisch, bei Ectolume klappt das ja. Ectolume. Ha, da seht ihr es nämlich. Wenn er die Hand nicht verkrampft, dann hat er diesen Spruch gar nicht erst richtig erkannt. Dann war das quasi keine Eingabe für ihn. Ectolume. Vielleicht ist die Stimmlage auch mitverantwortlich. Obekinu. Gut, lassen wir. Ich hoffe, ich brauche keine Telekinese. Uah! Ectolume. Ectolume. Was sagen wir? Ectolume. Obekinu. K-
klassische Novizen-Panikreaktion. Es klappt nichts mehr. Ectolome. Sei geblendet. Ah, das sieht mir nach einem mechanischen Auge aus. Ich glaube, da bringt das gerade nicht wirklich was. Bzzz. Obeknu. Ja. Namet Ecto. Tot? Nein. Aber er läuft mir nicht mal nach. Ist jetzt so ein kleiner Bug, dass er unter der Brücke eingeklemmt ist. Nicht, dass es mich stören würde. Jetzt bin ich froh, wenn der da weg ist. Aber wo der ist, sind doch bestimmt noch mehr. Ew. Was zum Teufel ist das denn? Okay. Sieht ja stylisch aus. Aber ich komme hier nicht weiter. Das ist jetzt nicht das... Ich versuch's mal. Tial Uda. Tial Uda. Okay, nee, das ist auch ein ganz anderes Zeichen. Das kennen wir da noch gar nicht. Das kennen wir. Tial Uda. Hinder. Hinder, hinder, hinder. Ja. Tial Uda. Das sind ja auch wieder ganz andere Zeichen. Obeknu. Obeknu. Ich glaube, ich muss mich vor dem nächsten Let's Play hier einfach mal wirklich hinsetzen und eine Stunde lang das Spiel anschreien, dass es denn meine Aussprache beherrscht. Ja, Mark auf Kommando. Was ist das? Obeknu. Obeknu. Ich werde das nochmal den Spiel einverleiben. Lumetial. Lumetial. Ja, muss ich wieder meine epische, tiefe Stimme hervorholen. Ja, episch, genau. Goro, Eigenlob stinkt. Tial Uda. Und was ist jetzt passiert? Hier kann ich nicht rum. Das sieht im Wasser irgendwie anders aus. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass ich jetzt gerade nicht weiß, was passiert ist. Wofür war dieses Mark of Command jetzt gerade da? Außer, dass das Ding hier wieder zugegangen ist, dass es ja, aber nicht wirklich. Ah,
tragisch, sag ich jetzt mal. Wow, er ist wieder frei. Wo ist er? Tial Uda. Tial Uda. Ah, geht zu. Guck mal, da hinten ist doch jetzt auf. Da war doch gerade eben offen. Obe Kinu. Ah ja, ich habe noch. Obe Kinu. Obe Kinu. Warum war denn jetzt Tial Uda? Könnt auch sagen, was ihr wollt, aber doch eben offen. Da so eine Idee. Komm mit heim, blöd. Komm. Juhu. Obe Kinu. Bleibst du da drin? Nein, natürlich nicht. Der Grundgedanke ist gut. Komm her. Komm. Obe Kinu. Obe Kinu. Geht das jetzt hier mit zu? Tial Uda. Ne, ist dabei. Uninteressant. Tial Uda. Wow. So, du Fritzelkopf. Komm her. Wo bist du denn? Oh, er trifft mich. Bleib ja da drin. Brav. Lumetial. Lumetial. Geht doch. Irgendwas hat er hier doch gerade. Oder war das? Ah, das war der Boden. Hier haben wir schon wieder Steinchen. Wo läuft der? Bitte lass dein Zauberspruch sein. Bitte, 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 bitte. Natürlich nicht. Nur diejenigen, die nicht nach Macht gierten und Justitia in ihren Herzen trugen, konnten im Umgang mit der Macht des Zeichens des Feuers unterrichtet werden. Diese sind zu ihren Herolden von Justitia geworden, und wo immer das Wesen von Equitas verraten wurde, nutzten sie ihre Kraft, um den Beschluss zu vollstrecken. Okay, das sagt mir jetzt mal voll überhaupt nichts. Es ist
Ja, schwierig. Obi Kenu. Klopf, klopf. Ja, komm mal rein, dann. Ja, oder das Ding auf dem Kopf. Oder Gegenaussage, ich würde dir das Ding an den Kopf hauen, wenn ich selber wüsste, wie ich hier rauskomme. Lumetial. Weil hier mich. Also ich bin nicht wirklich schlauer geworden. Obi Kenu. Die stand hier aber so komisch, die Statue. Also wirklich so, als würde die da nicht hingehören. Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Lumetial. Katsching. Tial Uda. Ja, grunzt mich nicht an. Ja. Obi Kenu. Gitti, die sind intelligent. Ja, Freunde. Wir sind leider wieder am Ende. Ich werde mir mal Gedanken machen, wie ich das Ganze hier lösen kann. Weil momentan sieht es eher schlecht aus. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Würde ich mich drüber freuen. Genauso würde ich mich drüber freuen, wenn ihr eventuell einen kleinen Hinweis habt, was ich hier vielleicht übersehen habe. Ich komme gerade nicht drauf. Ich werde in der nächsten Zeit meine Zaubersprüche ein bisschen aufpolieren. In der Hoffnung, weniger Probleme hier mit den Obi Kenu. Seht ihr? Obi Kenu. Ich weiß jetzt auch nicht ehrlich gesagt, ob das jetzt Obi, muss ich gucken. Werde ich herausfinden. Obi Kenu. Gnaf. Ekdulume. So, keine Lust mehr. Wenn euch die Folge nicht gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach unten da. Ist auch okay, aber bitte mit einem kleinen Kommentar, was euch denn nicht gefallen hat. Ich für meinen Teil verabschiede mich heute dann wieder und hoffe, euch beim nächsten Mal dann wieder mit begrüßen zu können, wenn wir wieder ein bisschen magisch sind. Bis dahin, gehabt euch wohl und auf Wiedersehen.